Hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K15 beim Showcase. Und wir machen nun weiter. Und zwar, CM Punk gewinnt den Titel beim SummerSlam, aber Kevin Nash greift ihn an und lässt ihn mitten im Ring liegen zurück. Der ewige Opportunist Alberto, ja. Bei Night of Champions schnappt sich John Cena den WWE Championship von Alberto Del Rio. Dankeschön, dass ich so schnell lesen darf. CM Punk möchte einen Rückkampf um den Titel bekommen. Alberto Guerrero glaubt ebenfalls, dass ein Rückkampf gegen den Mann, den er den Titel abgenommen hat, verdient hat. John Cena. Triple H entscheidet das erste Triple Threat Match, Hell in a Cell Match zwischen John Cena, CM Punk und Alberto Del Rio anzusetzen. Ja. Ach, geht es weiter? Was sind das denn? Ich will mal kurz auf Select drücken, was das ist. Damit wir es wissen. Ganz kurz. Aha. Okay. Wie viel haben wir denn schon geschafft? Ah, 6 Stück haben wir schon geschafft. Okay. Sehr schön. Okay, wir sind jetzt beim 7. Match. Beim 7. Match. Also sind wir in der 7. Folge momentan. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So. Aber wir haben das schon alles gesehen, ne? Löst dann Money in the Bank Contract an, wird zum neuen WWE Champion. Genau. Ja, jetzt müssen wir nochmal alles durchgehen. Entschuldigung, aber das wusste ich nicht, dass man mit Select das drücken kann. Weil ich irgendwann noch mal eine Pause machen möchte. Deswegen. Aber egal, das ist nicht so wichtig. Weil ich jetzt gerade die ganze Zeit schon aufnehme und von daher eine Pause wird mal gut tun. Aber wir machen weiter. Ich habe kein Problem. Ich bin fit. Wie ein Turnschuh. Aber da kommt Alberto Del Rio und daher halte ich meine Klappe jetzt. Das ist richtig, weil CM Punk hatte noch nie ein Rückmatch auf seinen Titel bekommen. Und Alberto Del Rio war Champion vorher und hat jetzt auch ein Rückmatch-Recht. Ja. Und jetzt als nächstes kommt CM Punk. Was auffällig ist, dass John Cena immer als Letzter reinkommt, ne? Fällt auf, ne? Aber egal. Ihr werdet ja sehen, wie wir spielen werden. Das ist richtig. CM Punk war 2009 im Hell in a Cell Match gegen den Undertaker. Hat es natürlich verloren und hat auch seinen World Heavyweight Title verloren an den Undertaker. Und ja, gegen den Undertaker zu verlieren ist keine Schande und zu überleben ist wirklich eine große Leistung. Aber jetzt kommt John Cena, der bisher noch zu dem Zeitpunkt noch kein Hell in a Cell Match gewonnen hat. Das ist richtig. So. Dass Johnson immer so geht, warum rennt er nicht rein? Das verstehe ich nicht, aber gut. Dann machen wir dieses Match.
Wäre egal, wenn dieser Käfig noch runtergehen würde, aber gut. Favoritism in my mind by allowing CM Punk in this match and giving him this opportunity. Look, the way I see it, he made it fair. He made it even for every one of these competitors who come out here and have a chance to win the WWE Championship. So, alle fokussiert auf dieses Match. Und ja, nun geht's los. Okay. So. Hallo. Gut. Und. Oh, jetzt komm schon. So. Ja, schöner Move. So. Jawohl. Fahrt ein harter Move. So. Gut. So. Hol mir einfach mal einen Stuhl raus. So. Warten wir einfach mal. So, in diesem Match sind ja auch welche eingegriffen. Darf man auch nicht vergessen. Mal sehen, wie es enden wird. So. Gut. Jawohl. Gut. Ja, komm. Jawohl. Und. Schön, der hat schon mal leichten Schaden. Jawohl. Wort. Und DDT. So. Jawohl. So. Oh, scheiße. Und jetzt. Na, okay. Mapbreaker. So. So. Oh, Alter. So. Komm. Scheiße. Boah, Five Knuckle Shuffle von John Cena. So. Ja, komm. Jawohl. So. So. Ah, scheiße. So. Jawohl. So. Gut. Oh. Na, komm. Gut. Jawohl. Den Enzugiri Signature Move. Gut. Müssen wir John Cena ein bisschen ausnocken. Gut. Oder so. Jawohl. So. Gut. Jawohl. Schön. Und jetzt ein Superplex. So. Scheiße. Anstatt dass der sein Comeback einsetzt, ne, greift er mich dann so an. So. Gut. Jawohl. Nein. Oh, schöner Netbreaker von CM Punk. Schade. Gut. Ich versuche immer. Also ich versuche viel zuzuhören. Eigentlich auch nebenbei. Das Problem ist, also dieses Let's Play, ihr merkt es ja selbst. So. Gut. Cross Armbreaker. Gut.
Ja, komm. So. Ja. Läuft. Gut. So. Ja. So. So, und. So. So. Insulgiri. Und jetzt geht's weiter mit John Cena. Geniale Taktik von Alberto Del Rio, muss man einfach so sagen. So, sehr stark gemacht. So, komm, komm rein, komm rein, kommst hier back. Ja. Und jetzt. Cross-Arm-Breaker. 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 Brech mir seinen Arm. Oh, sau gut. Sehr gut. Oh, wir schwächen seinen Arm richtig gut. Richtig gut geschwächt. Boah. Also, wir haben seinen Arm aber richtig gut geschwächt. So. Scheiße. Scheiße. Ah, okay. Anaconda weiß. Kann gut kontern. So. Komm, 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 komm. Konter, 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 konter. Jawohl, perfekt gekontert. Und wir sind nicht ganz geschwächt. Wir sind nicht ganz geschwächt. So. Und jetzt. Pin. One. Two. Three. Und wir sind WWE Champion. Wir haben den Titel von John Cena zurückgeholt. Also Alberto Rio hat es geschafft. So, aber dieses Match ist noch ein bisschen anders, gerne. Und zwar kamen noch The Miz und R-Truth rein und haben noch alle attackiert danach. Und einen Tag später ist Triple H kein CEO mehr gewesen. Ja, so viel können wir sagen. Ja, mehr gibt's auch nicht zu sagen. Ja. Nur, dass John Cena gewonnen hat. Ja, das war's für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.